schönen guten Abend. Ein neues Adventstürchen geht heute auf und ich freue mich, den Dieter Keller bei mir zu haben. Ich freue mich auch sehr, bei dir zu sein. Dankeschön. Und ich möchte Ihnen den Dieter noch ein wenig vorstellen. Der Gründer der Keller Company mit 250 Mitarbeitern und 17 Salons veranstaltete nationale und internationale Hair Fashion Shows und Workshops, war als Marketingberater für Procter & Gamble, L'Oreal und Goldwell tätig und entwickelte zahlreiche Patente sowie Gebrauchsmuster. Dieter Keller stylte bereits viele Prominente und war Imageberater für Manager und Führungskräfte. Der deutsche Meister der Friseure ist mehrfacher Preisträger der Intercoiffeur. In den Jahren 2011 und 2012 erhielt er den Diamond Ideas Award in den Bereichen Team Development, Social Media und New Clients. Den Verkauf seines Unternehmens 2017 folgte im Jahr 2018 die Gründung von Dieter Keller Concept and Coaching. Er ist als Karriere- und Startup-Coach, Marketingberater, Mediator und Trainer. Herzlich willkommen. Dankeschön. Bisschen Haare schneiden darf es zwischendurch auch noch sein und Styling. Ja, das ist ja das Handwerk, was du auch gelernt hast. Richtig, ja. Ja, das macht auch nach wie vor Spaß und einfach mit Menschen zu arbeiten macht Spaß und das zeigt ja auch meinen Werdegang. Ich war immer neugierig und mir wurde es immer langweilig, wenn ich irgendwas auf der Reihe hatte, dann musste ich was Neues machen und ja, das ist einfach eine sehr spannende Geschichte und deswegen würde ich heute auch nicht auf die Idee kommen, mich zur Ruhe zu setzen, nachdem ich das Unternehmen verkauft habe, sondern ja, ich muss eben im Kopf weiterarbeiten und vor allem mit Menschen arbeiten. Menschen ist einfach ein spannendes Thema und ja, da gibt es viel zu sehen, zu tun und zu sagen. Und wann hast du gemerkt, an dem Punkt, dass du jetzt vielleicht nicht nur hier die Menschen im Äußeren veränderst, sondern auch im Inneren oder andersrum, innen und außen? Ja. Also das ist ja schon auch so was, wo vielleicht auch Zusammenhänge bestehen. Ja, das Ganze wird ja oft immer nur als Haare schneiden oder sonst was gesehen, aber wer den Job oder Stylingberatung richtig macht, ist das Haare schneiden dann für sich nur die handwerkliche Tätigkeit am Rande, aber es geht dann für sich darum, dass ich Menschen erfasse und ja, das ist eine, zum Teil Veranlagung, dass man die Sensibilität hat, aber man kann sehr viel lernen, um Menschen zu erfassen, sei es jetzt, ich habe Gott sei Dank in jungen Jahren Horst Rückle, der vor kurzem gestorben ist, Gott hab ihn selig, der Körpersprache Papst war, bei ihm viel Ausbildung gemacht, ich habe Physiognomie gelernt, also dass ich einfach in Gesichtern lesen kann, was Menschen für Stärken, für Veranlagungen haben, wie sie ticken, also wie sie ihre Entscheidungen treffen. Das sind natürlich Dinge, wo ich sehr viel sehen kann und wenn ich Beratung seriös mache, muss ich einen Menschen auch komplett erfassen, um das, was in ihm ist, seriös nach außen zu bringen. Mhm. Und das ist dann für sich das Wichtigste insgesamt. Es geht nicht um eine Maske, denn wenn ich eine Maske habe, bin ich sehr schnell demaskiert, nicht authentisch. Und es gibt ja nicht wenig Menschen, die sich ständig maskieren und sich dann wundern, dass sie immer die falschen Menschen anziehen. Es geht ja um Ausstrahlung, es geht um Charisma. Und wenn ich falsche Signale sende, dann ja, stimmt der Empfänger eben nicht. Und das sind dann so die Menschen, die sich dann immer wundern, sie trennen sich von einem Partner und dann haben sie irgendwann einen nächsten Partner und dann bearbeiten sie das gleiche Problem am neuen Gesicht. Ja, schlussendlich nehmen sich diese Menschen ja auch mit in diese andere Beziehung auch und das finde ich total spannend, weil ich bin als Mentalcoach unterwegs und da geht es eben mehr um dieses sich innerlich verändern und du bist so dieses Pendant zu der äußeren Veränderung, aber irgendwie spielt dann schon auch beides so miteinander, also schwingt beides so miteinander auch. Und gab es vielleicht mal irgendwo in deinem Leben, in deiner Arbeit einen Moment, wo du so einen Aha-Effekt bei einem Menschen ausgelöst hast, sei es jetzt durch irgendwie eine spezielle Frage oder Haare ab, dass die Menschen einfach auch gemerkt haben, boah, da hat sich jetzt total was verändert durch das Außen, auch in mir drin. Das ist sehr oft zu beobachten. Also auch wenn, sagen wir, ich jemanden schöner mache, in Anführungsstrichen, davon gehe ich prinzipiell aus,
dass es so ist, dann spürst du nachher schon, wie der eine ganz andere Ausstrahlung bekommt, eine ganz andere Körpersprache, eine ganz andere Mimik, alles verändert sich sehr viel und der tritt auch nach außen anders auf. Das ist wie wenn jemand ein Single ist, dann sendet er ganz andere Signale, wenn er im Außen sich bewegt. Und so ist auch, wenn jemand überzeugt ist, plötzlich, es erzeugt Selbstsicherheit, das Aussehen. Wenn ich das Gefühl habe, Mensch, ich sehe heute geil aus, dann habe ich eine ganz andere Körpersprache. Und deswegen ist es unheimlich wichtig. Und da gibt es kleine Veränderungen. Es gibt auch große, also zum Beispiel, wenn ich jetzt, was weiß ich, einen Mann, ein Toupet mache, also ein Haarteil, die sehen zum Teil auch gut aus, die sind schlechter beim Toupet, das sieht nur die Schlechten, die Guten sieht man nicht. Aber da ist natürlich eine ganz gravierende Veränderung. Ich habe gerade vor einer Stunde so einen Fall gehabt von jemandem, der, da war eine Frau, der Sohn dabei, und die haben sich unheimlich gefreut und gesagt, ja, wie früher. Und du hast auch gesehen, wie der Mann also wirklich wieder mehr Selbstvertrauen bekommen hat. Und das sind schon Dinge, wo man mit der Äußerlichkeit schon viel im Gesamten bearbeiten kann. Aber wie gesagt, das wirst du als Mentalcoach ja auch öfters erleben, wenn du irgendwo den richtigen Schalter findest, wie die Menschen einfach ganz anders sind und ganz andere Ausstrahlung haben. Ja, und das ist ja das Schöne auch an deinem Beruf, dass sowohl dir das Herz dann auch aufgeht bei dem Anblick, dass du den anderen Menschen dann einfach auch Möglichkeiten gegeben hast oder ihnen einfach ein Stück weit geholfen hast, in die Veränderung zu kommen. Ja. Und das ist sehr schön. Ja. Und ich glaube, das macht dir sehr viel Freude. Ja, aber das ist erstaunlich. Also ich wundere mich oft bei Persönlichkeiten, die in der Öffentlichkeit stehen. Also vor allem Politiker sind für mich das schlimmste Beispiel in vielen Fällen, dass die einfach zu wenig Wert legen auf ihre Ausstrahlung, wie sie aussehen. Also wenn ich heute so Tagesschau oder Nachrichten anschaue oder irgendwelche Diskussionen, irgendwelche Talkshows, da denke ich oft, mein Gott, wenn du wüsstest, wie du aussiehst. Und das ist einfach so, die sich nicht bewusst zu sein, wie stark oder wie wichtig die Ausstrahlung, das Charisma ist und wo man doch viel in der Hand hat. Und wenn ich im Lotto gewinnen will, muss ich halt auch einen Schein ausfüllen. Und wenn ich Erfolg haben will, dann muss ich auch versuchen, möglichst das rüberzubringen und mir Gedanken machen, wie erwartet mein Gegenüber mich, wo ist mein Rollenbild, also welche Rolle muss ich nach außen jetzt spielen, von meiner Optik, von dem, was ich ausstrahle. Und da könnten manche schon verdammt viel tun. Und es ist ja auch bei Einstellungsgesprächen, es ist ja innerhalb von Sekunden fällt meistens die Entscheidung, ob der eingestellt wird oder nicht. Und es ist einfach, ich glaube, 7% ist nur das Gesagte, was wichtig ist, also die Inhalte. Und das andere ist Körpersprache, ist Ausstrahlung, ist alles. Also Sachebene 7%, Emotionalebene 93%. Ja. Ja, und das sind schon Dinge, das macht dann einfach auch Spaß, wenn dann, oder Menschen auch dahin zu führen, dass sie sich dessen bewusst werden, was sie einfach tun können, um mehr Erfolg zu haben, um glücklicher zu sein. Es hat schon sehr viel mit dem Aussehen zu tun, aber vorausgesetzt, es ist authentisch, dass sie also nicht irgendwo sich eine Maske aufsetzen und dann sich wundern, was nachher passiert, dass sie nicht die Richtigen ansprechen. Ja. Und wer möchtest du denn sein? Ich bin natürlich ganz zufrieden mit mir. Du bist zufrieden? Ja, ich habe immer... Du auch? Ja, das auch. Hast du den Friseur deines Vertrauens? Hab ich immer, ja. Ich habe immer genügend Mitarbeiter gehabt und heute, nachdem ich verkauft habe, habe ich auch noch Partner, wo ich heute immer noch hin kann. Aber das ist schon wichtig, wie du sagst, dass man einfach in sich ruht. Und ich würde im Leben nicht viel anders machen, weil ich aber immer das getan habe, wo ich wusste, da habe ich Stärken. Und immer, wo ich gewusst habe, da habe ich Schwächen, da habe ich jetzt nicht versucht, an meinen Schwächen rumzubasteln, sondern da habe ich mir immer auch in der Firma Leute geholt, wo ich gewusst habe, da haben die ihre Stärken und habe die das machen lassen, also dass jeder an seinen Stärken arbeiten kann. Und das macht Spaß und ist die Grundlage zum Erfolg, weil nur wenn ich irgendwas gern mit Freude mache, werde ich im Normalfall auch erfolgreich. Ein bisschen Talent gehört dann auch noch dazu, aber das ist nicht so, das ist im Vordergrund. Stichwort ruhen, in sich ruhen. Was sind denn so deine besonderen besinnlichen Momente jetzt für diese Advents- und Weihnachtszeit? Ja, also ich genieße, dieses Jahr wird es wahrscheinlich nicht sein, die letzten Jahre war ich immer in Palma in der Kathedrale
und habe dort die Weihnachtsmesse gehört. Das war einfach wunderschön. Dieses Jahr ist leider ein bisschen schwierig, also ich weiß ja nicht genau, ob ich dort bin oder ob ich hier bin. Aber ich genieße an und für sich schon, ja, leider dieses Jahr nicht so die Geselligkeit, in irgendwelchen Hütten mit Freunden zu sitzen. Und das ist ja mit alles ein bisschen schwierig. In der Familie ist ja auch nicht so schwierig, aber ich genieße an und für sich schon sehr die Familie und auch meine Enkeltöchter, die wachsen zu sehen und sehen, wie das sich entwickelt. Das macht schon viel Spaß und in solchen Zeiten haben die ja auch ein bisschen mehr Ruhe. Ich habe ja mehr Zeit von dem her, aber das genieße ich schon und wie gesagt, schauen wir mal, was uns Corona alles noch so bietet. Dann wird es definitiv dieses Jahr ein besonderes Weihnachten und eine besondere Adventszeit, wo du vielleicht noch ein bisschen mehr zur Ruhe kommst. Wenn, und du suchst dir vielleicht eine kleine Waldkapelle irgendwo im Wald. Zum Beispiel. Genau. Ja, irgendwo in Bergen gibt es ja auch schöne Hütten, wohl, ja, wird auch wahrscheinlich schwierig in Bergen und das ist ja auch das meiste wahrscheinlich geschlossen. Und, aber schauen wir mal. Irgendein Örtchen, ja, wo du zur Ruhe kommen kannst und besinnlich feiern kannst, ja, wird es bestimmt geben. Denke ich auch. Vielen Dank. Danke, danke dir auch. Für dich und ja. Ihnen wünschen wir eine besinnliche und gute Adventszeit. Macht es gut. Bis bald.